Wahrlich, er war ein großartiger Führer und Gelehrter. Er, Rahmatullah alayh, wurde am 30. März 1432 geboren. Sein Vater, Sultan Murad II., Rahmatullah alayh, war der 7. Sultan des Osmanischen Staates, verwandt mit Ertugrul Ghazi, Rahimullah. Sultan Fatih war bereits in jungen Jahren Hafiz. Er studierte Mathematik, Hadith, Astronomie und den Fiqh. 7 Sprachen konnte er fließend sprechen. Auch genoss er eine großartige Militärausbildung. Sein Lehrer, der großartige islamische Gelehrte Akshamsuddin, Rahimullah. Seit seiner Kindheit träumte er von der Eröffnung von Konstantinopel, das heutige Istanbul. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, Konstantinopel wird erobert. Der erobernde Kommandant, was für ein herrlicher, wunderschöner Kommandant. Die erobernde Armee, was für eine herrliche, wunderschöne Armee. Viele wollten diesem Hadith gerecht werden. Leider scheiterten sie, da Konstantinopel als unbesiegbar galt. Als sein Vater verstarb, übernahm Sultan Fatih Mehmed die Führung und wurde der 8. Sultan des Osmanischen Staates mit nur 19 Jahren. Sofort fing er an, Pläne zu schmieden, wie er Konstantinopel eröffnen kann. Er wollte nur darüber reden und arbeitete einen Masterplan aus. 2 Jahre später hatte er es geschafft. Er besiegte die Römer und eröffnete Konstantinopel am 29. Mai 1453 mit nur 23 Jahren. Dadurch bekam er den Beinamen Fatih, der Eröffner. Für 469 Jahre wurde es die Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Er hat Konstantinopel in Istanbul umbenannt. In der Neuzeit wurde es auf Istanbul geändert. Auch eroberte er Gebiete in Anatolien und im Balkan. Angekommen in der Hagia Sophia sagte er, ich bin Sultan Mehmed. Ihr, eure Brüder und alle Menschen seid frei und eure Leben geschützt. Er ließ auch die Gefangenen frei, die bereits vorher im Gefängnis waren. Unter den Gefangenen waren 2 Pfarrer, die eingesperrt wurden, weil sie den byzantinischen Herrscher aufgrund seiner ungerechten Taten angeprangert hatten und ihn geraten hatten, gerecht zu herrschen und das Übel zu unterbinden. Aufgrund dieser enttäuschenden Erfahrung, die Pfarrer gemacht hatten, hatten sie sich geschworen, das Gefängnis nie wieder zu verlassen. Als Fatih Sultan Mehmed dies erfuhr, ließ er die Pfarrer zu sich holen und machte ihnen ein Angebot. Geht umher in diesem Land, in dem die islamische Gesetzgebung umgesetzt wird. Hört euch die Angelegenheiten des islamischen Volkes und der meiner islamischen Richter an. Wenn ihr den Grund eures Schwurs in diesem Land wiederfindet, kommt zurück und beweist, dass ihr Recht darin habt, was ihr befürchtet, auf das ihr euren Schwur einhalten könnt. Daraufhin gingen die Pfarrer los, um sich ein Bild von der islamischen Gemeinschaft zu machen. Ihren ersten Halt machten sie in Bursa. Dort wurden sie Zeugen von einem Ereignis, das sie erstaunt hatte. Ein Muslim, der am Vortag ein krankes Pferd von einem Juden kaufte, ohne über dessen Krankheiten informiert worden zu sein, ging mit seinem Anliegen zum Richter. Dieser aber war nicht an seinem Platz und kam auch nicht. Der Muslim ging dann zurück und stellte fest, dass das Pferd bereits verstorben war. Er ging dann erneut zum Richter, fand ihn dieses Mal vor und erzählte ihm davon, was passiert war und beschwerte sich. Der Richter erwiderte, wäre ich gestern an meinem Platz gewesen, würde ich dafür sorgen, dass du das Pferd an den Juden zurückgibst und dein Geld zurückerhältst. Da ich gestern nicht pünktlich am Platz war und das Pferd nun gestorben ist, werde ich persönlich deinen Schaden ersetzen, den dir dieser Fall bereitet hat. Die Pfarrer waren sehr überrascht über die Handlungsweise des Richters und zogen weiter zu einer anderen Stadt. Dort begegneten sie einem anderen Vorfall. Ein Muslim, der ein Landstück von einem anderen Muslim gekauft hatte, traf beim Ernten dieses Landes auf einen Goldschatz. Diesen nahm er aus der Erde und ging damit zum ursprünglichen Besitzer des Landes mit der Absicht, diesem das ganze Gold zu überlassen und sagte, ich habe dich nur für den Anteil auf der Erde bezahlt. Was unter der Erde ist, gehört dir. Wüsstest du, wie viel Gold unter dem Feld ist,
würdest du es mir nicht für diesen Preis verkaufen? Der alte Besitzer erwiderte zum Erstaunen der Pfarrer: Ich habe dir alles von diesem Feld überlassen, das obere als auch das untere. So nimm dein Gold zurück. Nachdem die Pfarrer auch Zeuge von diesem Ereignis wurden, eilten sie zurück nach Konstantinopel zu Fatih Sultan Mehmed und sagten: Leute, die diesem Dien angehören, können keinem Unrecht antun. Nicht einmal jemandem, der einer anderen Religion angehört. Deshalb möchten wir unseren Schwur brechen und sind überzeugt davon, dass niemand unter ihrer Herrschaft benachteiligt wird. Eine andere Begebenheit zeigt auf, dass Fatih Sultan Mehmed begriffen hatte, dass der wahre Erfolg nicht nur darin liegt, Ländereien zu eröffnen, sondern dass es vielmehr darauf ankommt, richtige Werte und Normen an jene zu vermitteln, die für eine Veränderung arbeiten. Deshalb beschloss er, während der Planung der Eroberung Konstantinopels zum Volk herauszugehen, um sich ein Bild von ihrer Einstellung und Gesinnung zu machen. So kleidete sich Fatih Sultan Mehmed wie ein normaler Bürger und ging hinaus zum Marktplatz. Er betrat einen Stand am Anfang des Marktplatzes und machte seinen Einkauf. Als er den Markt verlassen wollte, bemerkte er, dass er noch einige Dinge benötigte. Also ging er zurück und bat den Händler, ihm noch einige Dinge anzubieten. Der Händler jedoch weigerte sich, dem Sultan weitere Waren zu verkaufen, mit dem Argument: Ich habe mit deinem Einkauf mein erstes Geld für heute verdient. So geh lieber zu einem anderen Stand und kauf deine Waren bei einem Kollegen, auf dass dieser auch sein erstes Geld für heute einnehmen kann. Daraufhin ging der Sultan weiter zum nächsten Stand und bekam die gleiche Antwort. Dies machte er so lange, bis er den ganzen Markt durchlief. Als der Sultan dann zurückkehrte, warf er sich vor Allah nieder und sagte: Ja Allah, alles Lob gehört dir. Du hast mir eine Gemeinschaft mit solchen schönen Werten beschert. Mit dieser Gemeinschaft würde es mir nicht nur möglich sein, Konstantinopel, sondern die ganze Dunya zu öffnen. Damit wurde er dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam gerecht. Man sagt, er und viele aus der Armee waren Hafidun, subhanallah. Stellt euch das mal vor, was für ein Segen in dieser Armee steckt. Jetzt versteht man den Ausspruch des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wahrlich, Konstantinopel wird erobert. Der erobernde Kommandant, was für ein herrlicher, wunderschöner Kommandant. Die erobernde Armee, was für eine herrliche, wunderschöne Armee. Wir sind nun überzeugt davon, dass so viel Gerechtigkeit und Respekt untereinander nur vom Islam kommt. Heute werden diese ehrenhaften Führer als Barbaren, Rückständige und Lüstlinge diffamiert. Wodurch ihr vorbildliches Handeln und ihr Festhalten am Islam stets für Harmonie und Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft sorgte. Wo Muslime und Nichtmuslime ein gemeinsames Leben in gegenseitigem Respekt führen konnten. Wir sprechen von einer Gesellschaft, in der dein Leben, dein Hab und Gut geschützt war, unabhängig von deiner Religion oder Herkunft. Ein wahrlich gerechtes System. Es ist sehr leicht, auf die Geschichte zu zeigen und die Helden des Islam als irgendetwas anderes zu betiteln. Vielmehr sollten wir es ihnen gleich tun. Wir sollten den Islam auf Händen tragen und für seine Botschaft eintreten. Die Taten sind es, die aus einem einfachen Mann einen Helden machen.